Papp Grieshaber, Holzschneider, Schwabe. Professor der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe von 1955 bis 1960. Er stieß dort mit seinen Ideen über die Ausbildung von Kunsterziehern auf Widerstand. 1960 hat er seine Professur zur Verfügung gestellt. Seine fortschrittliche Kunstauffassung war an der Verflachung und Verlogenheit des akademischen Betriebs gescheitert. So einer seiner berühmt gewordenen Schüler, Horst Antes. Seither widmet sich Hab Grieshaber ausschließlich seiner Kunst. Hier lebt er, Achalm bei Reutlingen. Schlichtes, idyllisches Domizil, Werkstatt, das außen einbezieht. Grieshaber trat erst nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich hervor. Mit seinen großformatigen Holzschnitten gelang diesem Außenseiter unseres heutigen Kulturbetriebs der Durchbruch in die Avantgarde europäischer Gegenwartskunst. Herr Grieshaber, solche Formate in Holz sind ziemlich einmalig. Warum wählten Sie das Großformat? Ich wähle eigentlich nicht das Format. Das Format wählt sich selbst. Ich will ja nicht monumental sein wie im 19. Jahrhundert, sondern die Idee des Holzschnitts, oder wie man so sagen kann, wählt sich so groß. Was bezwecken Sie damit? Ja, was ich damit bezweckt wird, ist das, dass ich aus dieser Grafik, dieser Kabinettsgrafik herausgekommen bin und den Holzschnitt zum Tafelbild gemacht habe, um damit der Holzschnitt wieder da ist. Der Holzschnitt ist eine alte Tradition von der Modeldruck von früher her. Dass wir heute lauter sprechen müssen, um so viele zu erreichen, die damals leicht auf dem Marktplatz vor dem Dom erreicht worden sind, das ist vielleicht mit ein Grund, warum sie mir so groß geworden sind, die Holzschnitte. Sie sind mir fast zu groß geworden. Für Grieshaber ist die Natur keine Staffage. Er lebt mit ihr, schafft aus ihr heraus. Tiere gehören zu ihm. Sie tauchen symbolhaft auf in seinen Werken, sind franziskanisch eingebaut in sein Leben und Denken. Grieshaber will der Kunst Harmonie und Maß zurückgewinnen. Dafür lebt er. Ein Einsamer, ringend um Menschlichkeit und Schönheit. Nur das in Schönheit und Maß hervorgebrachte zählt. Kernsätze mittelalterlicher Poetik sind neu in ihm erwacht und erfolgreich in seinem Erfolg. Sie drucken Ihre meisten Holzschnitte selbst. Warum? Ja, ich mache meist nur 3 bis 4 Abzüge, die mir eigentlich vollkommen genügen würden. Diese Vervielfältigung ergibt sich erst aus dem großen Bedarf an solchen Dingen, der vorhanden ist. Gibt es hier in unserem Lande Pressen? Ja, es gab einmal in der Republik, gab es fast in jeder größeren Stadt eine private Presse. Und dadurch hatten die wenigen mit großer Sorgfalt gedruckten Bücher eine weite Verbreitung unter den Liebhabern der Kunst. Das gibt es nicht mehr. Seit 1933 sind etwa 30 bis 40 Pressen gestorben. Wir haben heute keine Pressen mehr. Ich muss in der Schweiz drucken lassen. Die Tochter. Heiteres Intermezzo im Ernst der arbeitsreichen Tage. Ah, ciao, Rika. Na, was machst du nun für? Ja, mit deiner Gipsschnauze. Na, komm. Ja. Grieshabers Tag beginnt früh und endet spät. Ein 14-Stunden-Tag. Herr Grieshaber, Sie haben in fast allen Ländern ausgestellt. Gibt es überhaupt Länder, wo Ihr Werk noch nicht gezeigt wurde? Ja, im Ostblock. Ich habe zwar einigen Museen im Ostblock und in Mitteldeutschland Ausstellungen geschenkt. Aber offiziell kann ich dort noch nicht ausstellen. Würden Sie sagen, Ihr Werk ist ein politisch engagiertes Werk? Ich hoffe, dass mein Werk ein Menschenwerk ist und dass die Politik auch einmal menschlicher wird, als sie heute ist. Was darüber ist, ist natürlich vom Übel. Hat der Künstler heute noch eine starke Resonanz in der Öffentlichkeit? Kommt an, was er bildet, schafft? Das kommt auf das Land an, dem Land, in dem ich lebe. Dieses Land hatte 12 Jahre keine Kunst. Herr Grieshaber, sind Sie mit Ihrem Erfolg zufrieden? Ja, was verstehen Sie unter Erfolg? Es gibt 2 Dinge für einen Maler heute. Erstens einmal möchte er an der Börse notiert werden. Das ist gar nichts Böses. Das braucht er, um existieren zu können. Das andere ist, dass er natürlich
neue Menschen dem Geiste zuführen möchtet. Beides, das Gemüthafte, ist eine Gefahr. Und die Normierung, Beethoven musste man ja schließlich umdrehen, damit er den Beifall siegt, den er nicht hört, obwohl ich also einen mich nicht für irgendwie da vergleichen kann. Sie gehören zu den erfolgreichsten Künstlern unserer Zeit. Welches ist die primäre Wurzel Ihrer Kunst? Aus welchen Antrieben heraus schaffen Sie? Aus Trauer. Sicher, ich bin unglücklicher, wenn ich nichts mache. Und ich bin unglücklich, wenn ich was mache. Aber ich bin glücklicher unglücklich, wenn ich was mache. Trauer überwunden im Werk durch die Nähe der Familie, der Freunde, des Schönen. Jeden Morgen bringt ihm seine Frau eine Blume. Dann schreibt er. Briefe, Gedanken, Aphorismen. Grieshaber ist ein reicher Erbe der geistigen Welt. Seine Kenntnis der großen künstlerischen, literarischen und denkerischen Werke verbindet ihn mit Gegenwart und Vergangenheit. Das Wissen um die Dinge ist einer der Pfeiler seines Künstlertums. Chopin, Astur Prélude. Progressive Trauer, beschwörend stillen Tod. Grieshaber liebt Chopin, besonders im Herbst. Herr Grieshaber, über Ihrem Schreibpult hängen Autographen, Fotos. Ja, die sind alle so fast wie zufällig hingekommen, haben natürlich ihre Geschichte. Das Manuskript von Schiller gesehen, ich habe das in Marbach gefunden. Es hängt ein Faksimile aus dem westöstlichen Divan da. Vieles hat mich getröstet in der Zeit der Klausur. Schiller, der große Schwabe. Halten Sie sich selbst für einen Großen Ihres Landes? Oh, nein, ich meine, es ist schon sehr schön, ein Schwabe zu sein, wenn Schiller und Hegel und die alle Schwaben gewesen sind. Aber in der Wüste ist ja schon ein kleines Sandkorn, eine Erhebung. Und so wie wir heute leben, braucht es nicht viel, um gesehen zu werden. Jahrelang blieb Grieshaber ungesehen, obwohl er künstlerisch schon da war. Danach Unterbrechung der Entwicklung, Krieg, Soldat, Gefangenschaft. Erst in den Nachkriegsjahren beginnt der Erfolg. Das Jahr 1954 bringt die Wende. Erste Gesamtausstellungen des Werks in Stuttgart und Hannover, kurz darauf Professur in Karlsruhe. Grieshaber ließ sich nicht blenden durch Erfolge. Er hatte zu lange um sie gekämpft. Wo gekämpft wird, hat die Lüge nicht Raum und die Wahrheit ihre gerechte Chance im Sein. Muss man wissend sein, um schöpferisch sein zu können? Ja, sicher darf man nicht dumm sein. Und Wissen darf man auch nicht rückgängig machen wollen. Aber man lebt aus einer Naivität, wenn man etwas macht. Es gab natürlich große Zeiten der Naivität oder Künstler, die in ihrer Naivität lebten und damit sehr glücklich waren, ob das Léger war oder das Picasso ist oder Braque ist und so, die hatten es vielleicht glücklicher wie wir heute. Naivität, Resultat einer durch das Feuer der Erkenntnis gegangenen Geistigkeit. Wissen wächst, wo die Eitelkeiten gestorben und die große Einsamkeit gegenüber dem Sein begonnen hat. Ihre Familie, spielt sie eine große Rolle in Ihrem Leben? Die Familie ist eine Verbreiterung meiner Existenz. Je größer das wächst, je mehr muss ich standhalten und je freundlicher wird eigentlich, was ich bestanden habe. Führen Sie eine Künstlerehe? Nein, ich führe eine bürgerliche Ehe. Ich hätte natürlich jetzt noch fragen sollen, was halten Sie von der Liebe? Was können Sie fragen? Bitte. Was halten Sie von der Liebe? So viel wie von der Kunst. Je mehr man von ihr spricht, desto weniger ist sie da. Und sie ist da, indem man nicht von ihr spricht. Das klingt zunächst paradox. Warum? Ja, weil sie ist ein Lebensstoff. Wie die Kunst. Wenn ich einem Mädchen erkläre, warum ich sie liebe,
ist ja die Liebe tot. Und wenn ich Ihnen erkläre, warum ich meinen Holzschnitt mache, ist der Holzschnitt tot. Ich würde ihn nie mehr schneiden. Nachträglich kann man ja natürlich bei einem Holzschnitt mehr sagen als bei der Liebe, weil es doch wohl kein Nachträglich bei einer Liebe gibt. Werke sind Worte. Sie bilden den Satz, der den Künstler enthüllt. Hab Grieshaber, das bedeutet Mut, der um die Würde des Menschen kämpft. Und Ernst hinter heiterer Maske. Herr Professor, Sie nennen sich gern einen Gaukler. Wen wollen Sie damit charakterisieren? Den Mensch oder den Künstler, Grieshaber? Jeder Mensch ist auf seine Art ein Künstler, nur dass der Gaukler ein rotes und ein grünes Bein hat. Und dass man das rote und das grüne Bein auf dem Marktplatz sieht. Ich befürchte, dass man heute den Industrialismus fast wie eine Naturgegebenheit nimmt. Dass man sich nicht mehr ein Grinsen leistet. Dass man nicht mehr lachend über Friedhöfe stolpern kann wie ein Ruffiano, ein Karageus, ein Gaukler. Dass die Maler anfangen, die Sklaven ihrer Formerfindungen zu sein, ihrer Technik und dass das alles kein Schutz mehr ist gegen diese heutige Welt. Was meinen Sie? Sie wollen also mit der Gaukelei der Deutung und dem Missbrauch durch die Welt entfliehen? Nein, ich möchte nicht entfliehen. Ich möchte die Substanz des Menschen noch entgegensetzen, weil mir die Kunst zu technisch geworden ist, weil die Improvisation fehlt, der Liedschlag fehlt, weil der Moment fehlt, wo es keine Apparate gibt. Gaukler heißt also für Sie Menschlichkeit in die Kunst bringen. Das ist ein großes Wort und ein Gaukler würde darüber nur lachen. Ha 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 ha